Jo Leute, willkommen zurück zu The Binding of Isaac Afterbirth Plus und nach meinem sehr erfolgreichen letzten Run spielen wir jetzt mal ein Apollyon Run Curse of the Maze. Dein verdammter Ernst. Ach komm schon, lass mich hier raus! Nein! Warum ist so ein Raum der erste Raum, in den ich reinkomme? Warum? Wie unfair ist das auch bitte? Ich beschwere mich jetzt schon und der Run hat gerade erst angefangen. Aber ich habe schon ein ganzes Herz verloren, nur mal so am Rande. Ich sollte aufhören, Isaac zu spielen heute. Was ist das denn? Scheiß drauf, ich schluck's. Moment, können die schießen, die Viecher? Wahrscheinlich, ne? Ja. Ach, das sind die. Ja. Ich wollte gerade sagen, die haben nicht geschossen. Die ganze Zeit nicht. Cool. Also mit anderen Worten habe ich jetzt gerade einen Lost Run. Ach, Curse of the Maze, gehen wir mal bitte weniger auf die Nüsse. So ein Raum könnte ruhig öfter kommen. Wirklich, also so ein Raum könnte ruhig öfter kommen. Keine Ahnung, hier? Perfekt. Beim ersten Mal sprengen bekommen, was ich wollte. So, erstmal was schnappen. Und dann hinterfragen. So, zwei, dann bin ich auf jeden Fall sicher. Es hätte theoretisch sein können, dass der normale mich trifft, mir ein halbes Herz abzieht und dann der Champion mich trifft und ein ganzes Herz abzieht. Oh, Trinket, perfekt. Spinne, nicht so perfekt. Gut. Wo ist der Secret Room? Oben oder unten? Unten. Hier. Was? Hier kann er nicht sein. Hier kann er auch nicht sein. Hier habe ich doch schon gesprengt, oder? Habe ich hier schon gesprengt? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich habe ich da schon gesprengt. Aber hier kann der auch nicht sein. Wo ist der denn bitte? Was ist denn das jetzt? Hä? Hä? Da waren doch gerade safe hier Steine, oder? Ich bin verwirrt. Hier kann er auch nicht sein. Da hinten auch nicht. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wo der Secret Room ist. Oder ob das gerade schon der Secret Room war und der Super Secret Room da hinten auch in dem Raum ist. Ich weiß es nicht. Aber um ehrlich zu sein, es ist mir auch gerade egal. Weil wir haben einen der bekacktesten Gegner. Und das heißt, leider Gottes, dass wir auch eins der bekacktesten Items bekommen. Die es in der ersten Ebene geben kann. So, hallo. Ey, ja. Ey. Hey. Ich sag ja, ey. Ey. Ja. Ball of Bandages, ey. Oh, ich kann kotzen. Ich kann leider nicht schlucken.
kann ihn leider nicht schlucken. Sonst hätte ich natürlich gemacht, direkt. Ja. Ja, garantiert. Verdammt. Wasted. Hätte gedacht, das reicht locker. Oh ja, 9 Inches Nails. Ne, 8 Inches. Das sind nur 8 Inches, ah, schade. Das ist nicht so cool wie 9 Inches. Wie kam ich aber auf 9 Inches? Wie kam ich gerade auf 9 Inches? Also das Item ist gut. Muss man einfach sagen. Okay, du warst derjenige, der zwei. Also ist Dinkel der zweimal angestürmt kommt. Ja, der Knockback ist einfach riesig mit dem Ding. Friss. So. Muss ehrlich sagen. Kein zum Bein. Auch wenn ich damit das zweite Orbital hätte, aber nein, keins von beiden. So, und ich würde halt gerne mit ihm zügig durch, dass ich den Boss Rush eventuell schaffe. Weil im Gegensatz zu früher ist der Boss Rush halb so schwierig geworden. 8 Inches ist einfach genial. So. Ich weiß gar nicht, ob ich aus dem Level dir die Sachen fressen kann, ohne sie bezahlt zu haben. Das wäre super cool. Aber was ich gerne hätte, wäre so ein Nail. Den würde ich auf jeden Fall nehmen. Ups. Ich würde sofort Moment, wie heißt es? Ich komme gerade nicht drauf. Also die 6 sowieso, ist klar. Das, was ich hier letztes Mal hatte, die Kristallkugel, würde ich auch direkt nehmen. Einfach alles, was halt die Möglichkeit hat, mir Soul Hearts zu geben. Das Buch. Das Buch der 7 Sünden oder irgendwie so heißt es ja. Brauche ich nicht. Schluck ich so. Book of 7 Deadly Sins. Cooler Anime im Übrigen. Also 7 Deadly Sins. Bin ich nämlich gerade am gucken. Und zack. Hallo. Hallöchen. Ja, und tot. Wie viele Nägel da auch einfach mal liegen. Oh, Spoonbänder. Spoonbänder hatte ich ewig nicht. Mini-Monstro! Mini-Mini-Monstro! Es war ein Mini-Mini-Monstro. So. Bombe gegen Schlüssel und Münze. Leider habe ich keine Bombe. Stirb. Stirb. Ausgeburt der Hölle. Ich musste mich ja auch von dem Champion treffen lassen. Ist das eine XL-Ebene oder warum ist sie so groß? Und das müsste... Ne, das ist nicht Fistula. Fistula ist der andere. Wie heißt der nochmal? Ich denke die ganze Zeit an Tarantula oder sowas.
Oder so hieß er nicht. Das war echt eng. Das war unnötig eng im Übrigen. Die Range ist inzwischen relativ gut. Nee, da hätte ich lieber gerne volle Herzen erst. Damit das zum Soul Heart wird. Danke. Also der Effekt von dem Herz in der Mitte jetzt war halt einfach, solange ich volle Herzen habe, kriege ich ein Soul Heart. Und wenn ich keine vollen Herzen habe, kriege ich ein rotes Herz. Ich glaube, ein komplettes rotes Herz sogar. Ah, Bighorn. Wo ist Littlehorn? Oh ja. Moment. Normalerweise sterbe ich immer in dem Augenblick, wo ich Magician benutze. Das ist so der Fluch des Magician bei mir. Jedes Mal. Müsst ihr mal in den alten Folgen gucken. Gerade wenn ich beim Boss bin, sterbe ich eigentlich immer, wenn ich Magician dann benutze. So. Ja, tot. Erledigt. Gibt Soul Hearts. Na komm, wir versuchen's. Geh weg. Die Whore of Babylon würde ich eigentlich gerne mitnehmen. Also die nehme ich mit. Okay, kann ich nicht. Scheiße, nein, das war... Ach, scheiße. Ja, ich hatte jetzt gerade überlegt, ob das der mit dem Pulver auf dem Boden ist. Und dann ist mir in dem Augenblick, wo ich rausgegangen bin, aufgefallen... Nee, das ist der Fearshot. Der ist eigentlich richtig geil. Was bist du denn? Black Thuth. It looks dead. Okay. Interessant. Versuchen wir. Und ansonsten gehen wir da hoch. Und... So. Können hier nichts schlucken. Also Trinkets werden auch nicht gefressen. Ich glaube, man kann nur Items schlucken. Und auch nur Items, die man so jetzt ohne irgendwelche Kosten mitnehmen könnte. Na komm, wir versuchen's. Es könnte was Interessantes drin sein. Ah, die Bibel. Ja, komm, fliegen für einmal pro Raum, in dem ich das Ding benutze, ist eigentlich schon stark. Also die Bibel ist schon ein starkes Item eigentlich. Flooded Caves. So, zack, zack. Ich sag ja, der Knockback von den Dingern ist einfach mega. Und jetzt habe ich nicht aufgepasst. Okay. Moment, warum habe ich jetzt gerade Monstrous Zahn geschossen? Ist das das Trinket? Ich nehme es an, oder? Also nur das macht Sinn, weil was anderes habe ich nicht. Alle anderen Items kenne ich. Und die machen das alle nicht. So, erledigt. Hier bin ich auch gut durch. Vor allem ist das ein vergifteter Monstruszahn. Retro Vision. Wie ich die Retrovision mag. Nicht. Das ist eins der schlimmsten Dinger überhaupt. Ja. Der Zahn ist vergiftet. Scheiße. Und jetzt kommt auch noch Retrovision dazu. Okay, in der Mitte geht's einfacher. In der Mitte geht's sehr viel einfacher.
Sehr schön. Okay, Moment. Da ist erstmal irgendwas. Ach, nee, das ist nicht verschwunden. Ach du Scheiße, wie soll ich denn in diesem Wust hier? Okay. Okay. So. Der hat eine größere Schussreichweite offensichtlich. Ja. So. Alter, wo muss ich denn hin? Ja, komm, hör mal auf zu schießen. Verdammt. Habe ich schon nur noch ein Blackheart. Jetzt bist du The Chariot. Wobei ist nicht so schlecht, aber es ist halt auch nicht so übertrieben geil. Oh Scheiße, ich habe die Spinnen zu spät registriert oben. Verdammt. Ein Treffer noch, vor allem von dem. Und das war es auf jeden Fall dann mit dem Devil Deal. Dabei so eine Ceremonial Rope, die wäre jetzt gar nicht mal so verkehrt. Ja, toll, Luck up. So ein Glück von 50 könnte ich gebrauchen. Stirb, danke. Du bist ein Champion-Gegner. Dich möchte ich bitte schnellstmöglich weghaben. Weil im Moment bin ich für den One-Hit. So. Ja. Hallo. Okay. Ich könnte jetzt natürlich darüber fliegen. Aber erstmal gucken, was sonst noch hier alles rumliegt. Definitiv nein. Also sowas von definitiv nein. So. Okay, komm schon, komm schon, komm schon. Da haben wir ihn. Jawohl. Verdammt. So. What a horrible night. Aber man muss sagen, ich dürfte jetzt eigentlich nahezu alles one-hitten. Was an kleinen Gegnern hier rumläuft. Also Pupis auf jeden Fall. Oh shit. So. Oh nee. Und dann so ein Raum. Dein fucking Ernst. Verdammt, ey. Boah, das war eng. Oh Gott. Oh Gott, das sind nur die... Oh nee, warum, Spiel, warum? Ich spiele dich wieder regelmäßig, aber gib mir wieder irgendeinen Scheiß, der vernünftig ist. Oh Gott, da unten ist ein rotes Herz. Ich hoffe, ich komme da dran an das rote Herz. Ich bete inständig dafür, dass ich an dieses rote Herz drankomme. Ja, komme ich.
Das sind sogar mehrere rote Herzen. So. Okay. Puh. So. Das kann lustig werden. Ich habe genau ein Herzchen. Bin nicht so sonderlich übermächtig. Und das ist einer der beschissensten Gegner, die es im Spiel gibt. Yay! Der hat mich schon so viele Runs gekostet. Ne, das gibt's gar nicht. Ich hasse diesen Gegner. Ich hasse diesen Gegner ganz, ganz hart. Naja, garantiert nicht. Aber ist immerhin Luck up. So. Apollyon. Also, Überraschung, Überraschung. Es wird dann doch nichts mit dem Boss Rush. Ja, ja, komm her, kuscheln. Das sind richtig dumme Gegner. Richtig dumme. Ich finde die immer noch so unnötig. Was hat mich denn jetzt erwischt? Ach nee, die rote Suppe da unten. Na, da habe ich aber in der nächsten Ebene eine 100% Chance. Na komm her. Gut, dass ich mir das rote Herz direkt geholt habe. Und nicht gewartet habe. Hey Brainy. Achso, klar. Das ist ja nicht das richtige Gesicht. So, wo ist er? Na komm her. So. Nee, brauche ich gerade nicht. Ach komm, ich brauche irgendein Spacebar-Item. Irgendein vernünftiges, brauchbares Spacebar-Item. Es muss nicht mal der Nail sein. Wäre cool, wenn es der Nail wäre, aber muss nicht unbedingt. Aber irgendein vernünftiges Soul-Heart generierendes Item. Das wäre cool. So. Mehr. Diese blöden Isaac-Köpfe, ne? Eigentlich können die gar nichts. Die treffen einen nicht mal, wenn man stehen bleibt. Na komm her. Der verschanzt sich da unten. Dadurch muss ich mich Ach, leck mir doch die Füße. Ach, leck mir doch die Eier, ey. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Ich hätte den da einfach raussprengen sollen, das wäre besser gewesen. Ach komm, ey. So ein Wichs. Scheißdreck, ey. Ah, das ist echt ätzend. Naja, gut. Leute, wenn es euch gefallen hat, Like da lassen. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Isaac. Haut's da rein. Bis dahin. Ciao, ciao.